Schauen wir uns jetzt eine direkt rekursive Lösung an. Hin und zurück R. Hier ist die Rekursion. In der Prozedur, im Prozedurrumpf, wird die Funktion, wird die Prozedur selbst aufgerufen. Hin und zurück R lässt sich folgendermaßen definieren. Falls vorne frei ist, hüpft der Hamster 1 vor und dann wird rekursiv hin und zurück R aufgerufen. Das heißt, der Hamster hüpft zur Mauer und dann erfolgt, wenn nämlich vorne nicht mehr frei ist, hier der Aufruf der Kehrtprozedur. Der Hamster dreht sich rum. Und jetzt passiert Folgendes. Sie kennen ja das Prinzip des Prozeduraufrufs. Wenn man eine Prozedur aufruft, wird in den Prozedurrumpf gesprungen. Der Prozedurrumpf wird komplett abgearbeitet und anschließend kehrt man an die Stelle zurück, wo die Prozedur aufgerufen wurde und fährt dort mit der Arbeit fort. Und das Prinzip liegt hier genau dieser Lösung zugrunde. Schauen wir uns das mal im Beispiel an. Schauen wir uns das mal an, wenn der Hamster direkt vor der Mauer steht. Ist vorne frei? Nein, es ist nicht vorne frei. Dann dreht sich der Hamster rum und das Programm, die Prozedur ist beendet. Das ist korrekt. Schauen wir uns jetzt mal den Fall an. In dieser Situation wird die Funktion hin und zurück R aufgerufen. Das heißt, es wird eine erste Inkarnation dieser Funktion erzeugt. Ist vorne frei? Ja. Also hüpft der Hamster 1 nach vorne. Und jetzt wird diese Prozedur hin und zurück R aufgerufen. Das ist jetzt nun gut, fast zufällig. Natürlich, wir behandeln ja das Problem der Rekursion. Die Funktion. Stellen Sie sich aber einfach vor, das ist eine andere Funktion. Dann erfolgt ja irgendwann die Beendigung, also die Abarbeitung dieser Prozedur und der Hamster kehrt an diese Stelle, oder der Programmablauf kehrt an diese Stelle zurück und es erfolgt ein neues Vor. Also wir betrachten jetzt den Aufruf dieser Prozedur hin und zurück R. Es wird eine zweite Inkarnation dieser Funktion erzeugt. Vorn frei. Es ist nicht mehr vorne frei, also dreht sich der Hamster um. Die zweite Funktionsinkarnation ist damit abgearbeitet und der Programmablauf kommt zurück zum Aufruf der Prozedur hin und zurück R. Innerhalb der ersten Funktionsinkarnation. Und da muss natürlich jetzt noch das Vor ausgeführt werden. Das heißt, der Hamster hüpft ein Feld zurück und damit ist auch die erste Funktionsinkarnation abgearbeitet, das Programm ist beendet. Für den Fall 3 sieht das analog aus. Es wird die Funktion hin und zurück R aufgerufen. Das ist die erste Funktionsinkarnation. Es wird überprüft, ist vorn frei, vor. Die zweite Inkarnation von hin und zurück R wird erzeugt. Ist vorn frei, vor. Die dritte Inkarnation von hin und zurück R wird erzeugt. Jetzt ist nicht mehr vorn frei. Also ist in der dritten Funktionsinkarnation die Ausführung oder wird in der dritten Funktionsinkarnation der Kehrtbefehl ausgeführt. Jetzt kehren wir zurück in die zweite Inkarnation. Da wird vor ausgeführt. Danach ist es beendet. Und wir kehren zurück in die erste Funktionsinkarnation. Die zweite ist ja jetzt beendet. Da wird erneut vor ausgeführt. Damit ist die erste Funktionsinkarnation, also der ursprüngliche Funktionsaufruf, beendet. Und der Hamster hat genau das getan, was er tun sollte.